Das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Ich wurde mehrfach abgelehnt und habe es trotzdem einfach wieder versucht. Ich wollte es unbedingt. Ich bin Sibelga Itzki und bin 31 Jahre alt. Ich wollte Polizistin werden, weil ich es besser machen wollte als manche anderen. Also es hört sich so übertrieben an, aber ich wollte gerne in meiner kleinen Welt, in den Sphären, in denen ich mich bewege, das bisschen besser für andere gestalten und Leuten helfen, die Hilfe brauchen. Ich bin angehende Polizeikommissarin und studiere gerade noch im letzten Semester an der Akademie der Polizei in Hamburg. Das Beste an meinem Job ist, dass ich nicht den ganzen Tag im Büro sitze und vor mich hinschreibe, sondern dass ich draußen neue Menschen treffe, auch aus allen Sparten, und mich mit denen austauschen kann. Natürlich kommen auch viele Generationen aufeinander, von 16-Jährigen bis 60-Jährigen. Und da denken natürlich nicht alle gleich. Das denken ja sowieso nicht alle Menschen gleich. Aber die sind ganz anders aufgewachsen als die heutige Zeit. Das ist eigentlich spannend, das dann auch zu sehen. Und auch vieles für sich selbst mit aufzunehmen oder vielleicht auch was mitzugeben. Als Polizistin sollte man auf jeden Fall mitbringen Empathie und Besonnenheit. Weil man auf viele Situationen stößt, die man selber vielleicht noch nie erlebt hat. Und dann sich versuchen hineinzuversetzen, ist eine große Herausforderung. Aber es ist nicht unmöglich. Ich habe mehr als einen Anlauf gebraucht, um den Traumjob zu verwirklichen, den ich jetzt mache. Ich hatte allgemein im Leben Situationen, wo was nicht beim ersten Mal funktioniert hat, aber das ist ja kein Hindernis, das nicht nochmal zu probieren. Ich hatte mich beworben, habe dann den Test gemacht und tatsächlich war es dann so, dass beim Sport gescheitert ist. Aber das ist ja ein Punkt, der einen zwar kränkt, wenn man natürlich durchfällt, aber das ist eine Sache gewesen für mich, die am einfachsten zu beheben war. Und dann habe ich mich einfach nochmal zusammengerissen und jede freie Zeit genutzt, die ich Sport machen konnte. Und seitdem ist Sport ein wichtiger Teil meines Lebens. Mein Ehrgeiz kommt daher, dass ich, glaube ich, immer wieder ins kalte Wasser geworfen wurde. Also auch arbeitstechnisch und ja, vom Leben her, dass ich einfach in die Situation hineingeschickt wurde. Und dementsprechend hat es nie beim ersten Mal oder sofort gut geklappt. Man muss versuchen, aus allem, was man mal schlechter hat oder was nicht so gut lief, dass man daraus das Beste rausholt und nachher daraus lernt. In meiner Jugend hatten meine Schwester und ich rede immer von wir, weil wir Zwillinge sind, wir hatten viel damit zu kämpfen, dass wir sehr, sehr dünn waren. Das hört sich jetzt so banal an, aber wenn man jung ist und auf sein Äußeres achtet und vielleicht auch mal als Mädchen Brust haben möchte, dann ist es das Schlimmste, dass man halt gehört bekommt, dass man zu dürr wäre. Also man hat nie gesagt, ihr seid schlank, man hat immer gesagt, ihr seid so dünn und so dürr, sehr abwertend. Damit zu leben war dann nicht so einfach. Also man hat sich dann so viele Gedanken gemacht und sich so verrückt gemacht, was man heute gar nicht mehr braucht. Aber damals, ja, war man halt jünger und noch nicht so selbstbewusst wie heute. Also irgendwann hat man angefangen, sich immer weniger gefallen zu lassen. Es war nicht so, dass man von heute auf morgen aufgehört hat damit, das ist total unrealistisch, sondern man hat gelernt, erstens damit umzugehen, man hat sich das nicht gefallen lassen und man hat sich irgendwann von solchen Menschen auch distanziert. Und das ist eigentlich das Beste gewesen, was wir machen konnten, dass wir uns von solchen Menschen distanziert haben und immer nur noch mehr mit Menschen gewesen sind, die uns gut behandelt haben. Für mehr spannende Geschichten abonniert den Kanal. Also ich hatte in meiner Jugend eine rebellische Phase mit meiner Schwester auch tatsächlich zusammen, wo man sich auch gegen die Lehrer gestellt hat. Und es hat halt einen krassen Wechsel gegeben von einer zurückhaltenden Person zu einer frechen Jugendlichen, die geschwänzt hat, andere auch geärgert hat, nicht so schlimm, wie ich geärgert wurde, aber ich habe es halt selber auch gemacht. Das Rebellische ging zu Ende, weil man auch gemerkt hat irgendwann, was man dann in anderen auslöst und die Empathie einfach größer wurde und man dann gemerkt hat, okay, so kann ich nicht mit den Leuten umgehen, das möchte ich auch nicht. Das Aufwachsen mit einer Zwillingsschwester ist das Schönste auf dieser Welt. Ich würde es jedem wünschen, aber es hat auch Zeiten gegeben, in denen ich das nicht so wollte. Und da wollte ich als Individuum gesehen werden, weil wir wurden immer nur als eine Person gesehen. Es gab nicht Sibel, es gab nicht Esra, es gab immer nur die Zwillinge. Es wurde tatsächlich nicht mal mehr unser Name gesagt. Es wurde immer nur gesagt, die Zwillinge. Ach, ist doch egal, ob die oder die. Ihr seid doch das Gleiche. Das war tatsächlich das Schlimmste. Und heutzutage ist es halt das Schönste, weil man so vieles teilen kann. Das Zwillingdasein hat mir sehr geholfen, klar zu werden in meinen Zielen, weil ich ja lernen musste, mich abzugrenzen von meiner Schwester. Und vielleicht hat es mir deswegen ja besser geholfen, als anderen klar zu werden in meinen Zielen.
Eine andere Person in meiner Familie, die mich geprägt hat, ist meine Oma. Ich bewundere meine Großmutter, weil sie in ihrer Jugend aus damals noch Jugoslawien über die Türkei in einem Zug mit einem Koffer und einem Kleid nach Deutschland gekommen ist und den Grundstein für die nächsten Generationen gelegt hat. Das Wichtigste, das sie mir beigebracht hat, ist, dass man alles im Leben schaffen kann. Sie hat nichts mit hierher genommen. Wir waren nie vermögend oder hatten sonst irgendwas. Und jetzt geht es uns allen so gut. Wir sind gesund und leben alle unser Leben glücklich. Ich möchte im Leben genauso gut machen wie sie, dass ich das meiner nächsten Generation weitergebe, dass man alles im Leben schaffen kann. Anders machen als meine Oma würde ich, dass ich mir mehr Zeit für mich selber nehme, weil meine Oma ihr Leben lang immer nur für andere gelebt und gearbeitet hat. Also ich bin sehr stolz bei Sibel, weil Sibel weiß genau, was sie will. Sie ist sehr fleißig und zuverlässig. Ich wünsche meiner Enkeltochter, dass sie sehr glücklich ist, dass sie so weitermacht, wie sie es gemacht hat. Und gesund bleibt. Natürlich, das ist der Erste. Familie bedeutet mir, dass man Menschen um sich herum hat, die man sich nicht ausgesucht hat, aber die man lernt, genau deswegen auch zu lieben. Mein Mann bedeutet mir die Welt. Er ist für mich immer da, egal was ist, und ich auch für ihn. Ich war beim Kennenlernen meines Mannes genauso zielstrebig wie bei meinen Bewerbungen, weil es tatsächlich sozusagen auch beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und deswegen bin ich dran geblieben und deswegen sind wir jetzt auch zusammen und glücklich. Wenn man mich vor 10 Jahren noch gefragt hätte, ob ich mir ein Haus bauen könnte irgendwann in einem Ort, den ich mir wünsche, dann hätte ich wahrscheinlich demjenigen einen Vogel gezeigt und gesagt, ja genau, ich baue mir ein Haus in der Nähe von der Ostsee. Das Meer begleitet mich mein Leben lang schon und ich habe halt auch gemerkt, dass wenn ich das Meer mal nicht um mich rum habe, dann habe ich es sofort vermisst. Ich bin dankbar dafür, dass alles, was ich mir gewünscht habe, heute erfüllt wurde. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass wir alle lernen, Menschen nicht zu verurteilen aufgrund des ersten Eindrucks oder des Äußeren, was man sieht.